Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Game Test hier zum Mittag auf dem Kanal. Wir schauen uns eine neue Spielereihe an. Ich gucke noch, ob ich sie durchgehend mache oder zwischendurch ein anderer Teil kommt, aber wir schauen uns heute, ihr habt es ja schon auf dem Thumbnail gesehen, falls ihr drauf geklickt habt, nämlich Need for Speed an. Ja, Need for Speed, einer der bekanntesten, wenn nicht die bekannteste Rennspielserie aller Zeiten. Natürlich mit so den Konsolen-Klassikern wie Gran Turismo oder Forza, aber ich würde sagen, Need for Speed, da es so plattformübergreifend ist, ist schon noch von Bekanntheitsgrad auf jeden Fall noch höher dargestellt und hat auch ein paar echt epische Teile. Und wir starten natürlich, wie immer, wenn wir mit einer Spielereihe anfangen, mit dem ersten Teil. Ja, ich habe es selber nicht gespielt, ich bin ehrlich, ich habe mir alle möglichen Gameplays dazu angeschaut, ich habe mir jede Strecke angeschaut, jedes Auto angeschaut, also dass ich wirklich auch davon als Tester berichten kann und mich wirklich reinversetzen in die Zeit damals, das Spiel zu spielen, nämlich eben, wir schauen uns heute The Need for Speed 1 an, beziehungsweise es hieß halt nur The Need for Speed. So, kommen wir zu unseren Kurzfakten. Als Entwicklerstudio haben wir Pioneer Productions, die haben zusammen mit EA Canada das Spiel entwickelt. Also EA Canada war so der, ne, von Electronic Arts ist das Ganze schon damals gewesen, mal so der Hauptentwickler dahinter, und Pioneer Productions hat es auch mitentwickelt. Ja, wunderbar. Da als Publisher haben wir Electronic Arts. Schon damals, wusste ich tatsächlich nicht, dachte vielleicht haben die irgendwann die Marke aufgekauft, aber nein, schon 1994, Jahre bevor Electronic Arts die Größe war, die wir kannten, die sie jetzt aber wieder nicht mehr ist, aber ein bisschen irgendwie auch schon. Naja, auf jeden Fall komplett wild. Ja, als Release haben wir 1994 bzw. 95, also es ist für verschiedene Plattformen erschienen, Step by Step, also mal für die Plattform 1994 in Amerika, dann nach Europa kam es 1995, aber auch für andere Plattformen und so. Und ja, aber 94, 95, aber die erste Version, die man spielen konnte, kam 1994 heraus. Als Genre haben wir ein Rennspiel, natürlich, das einer der Urgesteine des Rennspielgenres schlechthin. Es gab schon noch ein, zwei, drei andere Rennspiele zu der Zeit, die ziemlich bekannt waren, aber Need for Speed hat da wirklich eine neue Messlatte ein bisschen gelegt. Also ja, es war ein wirklich gutes Spiel für die damalige Zeit. Ich kann mir es kaum vorstellen. Heute habe ich es gesehen und dachte mir so, ja, in den 2005 oder so, könnte man es noch so als Indie-Game so mäßig abtun. Aber 1994, wow, das muss unglaublich gewesen sein. Als Thematik haben wir ein Straßenrennen. Natürlich, Need for Speed war schon immer dafür bekannt. Da hat es noch ziemlich, ja, da komme ich gleich dann zu dem Gameplay und so, aber hat es noch ziemlich normal angefangen mit normalen Rennen und so, jetzt keinen klassischen Straßenrennen, aber es waren irgendwo auch trotzdem schon Straßenrennen. Und als Grafik-Engine habe ich da nichts Bestimmtes gefunden, aber es war eine proprietäre Engine für die 3DO-Version. Also eine spezielle Engine, die für die 3DO gemacht wurde. Ich glaube, das war die Konsole, wo es als erstes erschienen ist. Und die 3DO, an alle, die es nicht kannten, ich kann es tatsächlich auch nicht, obwohl ich mich schon ein bisschen mit Gaming und so befasse, war die erste Heimkonsole, die es je gab, von Panasonic. Komplett wild. Ja, ich fand es auch komplett wild. Als Plattformen haben wir die 3DO, die PlayStation kam es dann im Nachhinein, die Sega Saturn und die MS-DOS, also PC letztendlich, Microsoft DOS, war das so? Keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, für die vier Plattformen konnte man das Spiel spielen. Heute gibt es immer noch Wege, es zu spielen, aber es ist ziemlich, ja, kompliziert, ein bisschen kompliziert, sagen wir es so. Und als Altersfreigabe gab es keine Angabe, weil weder USK noch PEGI noch irgendwas gab es zu der Zeit schon. So viel zu den Kurzfakten, kommen wir zur Story. Das Spiel bietet keine traditionelle Handlung. Wer hätte es auch erwartet? Wir haben sogar, auch verrückt, für 1994, wir haben bestimmte Zwischensequenzen. Wir haben reale Bilder im Menü und sowas. Also es ist schon crazy. Also für die damalige Zeit, ohne Mist. Ja, krass. Also wir haben echte Fahrzeuge im Menü. Wir haben ja eben so Zwischensequenzen, die auf realen Sequenzen, also realen Aufnahmen basieren. Ziemlich wild. Und es dreht sich um das Rennen mit exotischen Sportwagen auf verschiedenen Strecken und gegen verschiedene Gegner. Also High-Class-Sportwagen, also Sportwagen für die damalige Zeit, die halt echt im Trend waren und so die Sportwagen-Branche dominiert haben, auf verschiedenen Strecken, wie viel kommen wir gleich dazu, und gegen verschiedene Gegner logischerweise. Also es gab schon so klassische Rennen. Wie gut das Ganze grafisch und so da ist, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Kommen wir zum Gameplay. Wir haben verschiedene Rennarten, es gibt Punkt-zu-Punkt-Rennen, Rundkursrennen, Zeitrennen, auch damals alles schon gab es diese Abwechslung. Ja, total verrückt in meinen Augen. Also wenn man heutzutage sich das vorstellt, das ist schon crazy. Dann haben wir die eine sehr fortschrittliche Physik für die Zeit. Ja, für die Zeit, wohlbemerkt. Also wenn ihr ein Auto rammt, das ist nicht so, als dass man ein Auto rammt, sondern ja, dann passieren so ein paar grafische Sachen und dann auf einmal ist man langsamer oder sonst was. Es ist noch nicht so richtig dieses klassische, ja, Schadensmodell und sowas, das gab es alles da noch nicht. Aber
es für die Zeit für Rennspielphysik was ziemlich fortschrittlich. Es gibt Polizeiverfolgungen auf bestimmten Strecken. Das gab es, wofür Need for Speed eigentlich bekannt wurde. Und auch im ersten Teil, es waren jetzt keine klassischen, ja, so richtige Jagden, wie wir es heute kennen, aber es gab Polizisten und es gab uns Rennfahrer, so ein bisschen. Also gab es damals schon im ersten Teil, total verrückt. Wir haben ein realistisches Fahrverhalten basierend auf den Spezifikationen der echten 8 Fahrzeuge. Also es gibt 8 Fahrzeuge insgesamt in dem Spiel. Und alle fühlen sich unterschiedlich an, was auch gut ist, was auch sich von manchen anderen Rennspielen zu der Zeit ein bisschen abhebt. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Autos da überhaupt waren, aber auf jeden Fall, das Auto tut sich anders fahren als das Auto, was für die damalige Zeit crazy ist. Also, und basieren eben auf den echten Spezifikationen teilweise, die es halt auch in einem echten Auto so gab. Also was Geschwindigkeit zumindest angeht und so Gewicht und so Zeugs, schon crazy. Kommen wir zur Spielwelt. Wir haben 7 ausgearbeitete Strecken, also es gibt 7 Strecken insgesamt, mit unterschiedlichen Umgebungen auch okay gemacht. Also für 1994 sogar teilweise fast schon schön. Natürlich ist es kein, ja, also heutzutage, man würde im Strahl kotzen, wenn heutzutage ein Spiel mit so einer Grafik rauskommen würde. Aber es ist halt Retro und es ist irgendwie cool. Also ja, für damals, ich kann es mir echt geil vorstellen. Wir haben verschiedene Wetterbedingungen, gab es auch schon. Also ne, Sonne, mal Regen oder so, gab es damals schon. Es gibt mehrere ikonische Autos, die detailreich gestaltet sind. Also auch grafisch sind die Autos in-game natürlich jetzt okay für die damalige Zeit. Oder für die damalige Zeit extrem gut. Heutzutage eher ausreichend, nee, ja, eine Note 5 würde ich geben. Aber für damals detailreich und eben in den Menüs habt ihr auch echte Aufnahmen, was auch cool ist. Also da könnt ihr die Autos von damals auch in echt sozusagen nochmal betrachten. Kommen wir zum Umfang. Wir haben mehrere Strecken und Umgebungen, also da insgesamt 8 Autos, 7 Strecken, mehrere mit verschiedenen Umgebungen, also Abwechslung ist drin. Wir haben verschiedene Rennmodi, einschließlich Duelle und Zeitrennen. Also es gibt da auch verschiedene Sachen, die man halt machen kann. Man kann seine eigenen Rekorde schlagen oder sowas, also das war eigentlich für damals auch ganz cool und es gibt keine klassischen DLCs logischerweise, weil zu der Zeit DLCs war einfach was, das gab es noch nicht so in der Form. Ja, ihr merkt schon, es ist alles ein bisschen kürzer gehalten, aber es ist das erste Need for Speed, es gibt nicht viel zu sagen, außer dass es halt wirklich eine Ikone war im Rennspielgenre und ja, wir kommen jetzt zur Rezeption, natürlich auch hier ist es ein bisschen schwierig, aber ich habe von Maniac 63 von 100 Punkten gefunden. Ist tatsächlich für die heutige Zeit ganz okay. Für die damalige Zeit finde ich die zweite Bewertung von PC Games, ja, gab es damals schon. Das hat mich auch so überrascht. PC Games kennt man, aber dass es damals schon gab, crazy. Gab es 85% von PC Games. Auch echt, echt gut. Also Maniac 63 von 100 Punkten, PC Games 85%. Super. Ja, und von mir gibt es als Endnote, da bin ich jetzt mal extra nett, weil. Also ne, aus heutiger Sicht, also wenn das Spiel heute so rauskommt, dann hättest du von mir eine 6 bekommen. Es klingt hart, aber es ist halt wirklich so, es ist Katastrophe. Aber einmal der Ikonenstatus, es ist der Startschuss der Need for Speed Reihe, schon mal was, wofür es Respekt verdient. Dann das erste Rennspiel von Need for Speed und ein Rennspiel 1994, was okay war, was man theoretisch heute noch wahrnehmen und spielen kann, im Sinne von, dass es nicht so grottenschlecht ist, dass man sich das nicht mal starten will. Also ist es irgendwo schon, für die heutige Zeit eben, aber so für damals crazy und für damals auch ein gutes Spiel gewesen. 1994, ey, so ein Rennspiel, ich glaube, ich hätte mich echt gefreut. Und deshalb gibt es von mir als Endnote eine 2+. Es ist noch sehr nett hingestellt, ja, ich weiß. Es ist ja aber einfach der Ikonenstatus. Also für alle, die ein gutes Rennspiel suchen, greift nicht zum ersten Need for Speed. Für alle Hardcore Need for Speed Fans, die die Geschichte von Need for Speed erleben wollen, greift dazu, einfach um es mal zu erleben. Aber es ist nichts, was euch mega Spaß machen würde oder sonst was, wenn ihr gute, moderne Rennspiele kennt. So, ja, auf der einen Seite, für damals war es halt wirklich das Nonplusultra. Leider habe ich nicht zu der Zeit gelebt und aus heutiger Sicht halt wirklich ist es, wie ich schon gesagt, nicht mehr nötig zu spielen. Außer man möchte den epischen Beginn der Reihe nochmal erleben, wie ich gerade schon gesagt habe. Also Leute, das war's mit dem Test zu Need for Speed 1994. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel kennt, vielleicht sogar mal gespielt habt selber. Und wir sehen uns ansonsten heute Abend direkt beim nächsten Need for Speed wieder. Die Need for Speed Tests werden jetzt ein bisschen schneller gehen, vor allem die ersten Teile, weil ich die nicht selber spielen kann. Aber danach werde ich es auch wieder selber spielen und dann dauert es wieder ein bisschen mit den Tests. Also ich wünsche euch was, Leute. Bis heute Abend und ciao, ciao.